Walz von Bodo Kreisky, dem leider heute in Wien nicht mehr so präsenten Heros Europas, zum Europäer, das heißt zum Österreicher geadelter Mensch, promovierter Mensch, hat nämlich die österreichische Staatsbürgerschaft überreicht, holte ich eigentlich seit 1977 analog zu Beuys. Und es war nicht nur gemeint, die Analogie zu 1933, 35, wir hatten Berufsverbot und mussten raus. Und er sicherte uns zu, dass wir in Österreich Zuflucht finden konnten, sondern nachgedacht darüber, was meint er eigentlich mit der Aussage, man wird zum modernen Europäer, indem man versteht, was jetzt Österreich ist. Und darauf kam es mir mal an. Und deswegen habe ich mich mit großer Leidenschaft für dieses Projekt der Umorganisation eingesetzt. Denn es ist ja nicht nur das Schwache, ein Aufbruch in die Moderne, sondern es ist eine komplette Revision. Nämlich, ähnlich wie das ja auch hier als Zentralfigur mit der ausländische Besucher Österreich identifiziert, nämlich mit Freud, nicht so, dass man auf der Couch liegt und nun den Ugu eines versauten Lebens genießt, sondern auf der Couch wird man zukunftslebensfähig gemacht. Der Sinn des auf der Couch Liegens ist, wieder zurückgewinnen seine Lebensenergie, Entfaltungskraft. Bisher hat man zu sehr zugehört, was da nun an Geheimnissen rausgeflüstert wurde. Fern des Jäckel, Zusammenbruch der alten Ordnungen, Genuss des Weltuntergangs und dergleichen. Alles Unsinn. Das sind die Voraussetzungen dafür gewesen, dass es wirklich ein neues Konzept gegeben hat. Musil war der Erste, der es tatsächlich wortwörtlich so formuliert hat. Und in gewisser Weise sind für uns Großheroen wie Fritz Mautner Zeugen für diese Interpretation. Die heißt, Österreich ist das Zentrum der Modernität. Wie insbesondere? Und zwar insofern, als es nicht um eine beklagenswert verabschiedete, zusammengebrochene Vergangenheit geht, sondern dass darin der Aufschein, was über diese momentane Situation in Wien hinaus bedeutsam war. Es ist also nicht fern des Jäckel, sondern es ist der Lob, also das Aufbruch des Jahrhunderts. Es ist nicht das Verabschieden dekadenter Formen, sondern das Gewinnen völlig neuer Formen der Lebendigkeit, der Lebenskraft. Wenn man das einmal umdreht, wenn man alle Zeugnisse, die man bisher sozusagen Wien um 1900 als das große, ja, kann man sagen, wie die Weidmänner, der Geruch der erlegten Beute nicht mehr genießt, sondern sagt, was haben wir denn da gewonnen, entsteht tatsächlich so etwas wie das Bild des neuen Europa. Am 25. und 26. Mai ist Europawahl. Ich finde, diese Ausstellung ist die einzige in ganz Europa, die gegenwärtig zeigt, was das heißen sollte, jetzt Europa zu wählen. Was wir wählen, ist die singulare Position Europas in der Welt. Weder Rechtsstaat noch Demokratie, noch alle die Spezifika des seelischen Innenlebens, die hier zum ersten Mal als öffentliche Kräfte dargestellt wurden, spielen in der Welt irgendeine Rolle. Nicht einmal im Begriff der Kunst oder Philosophie oder Sprachtheorie oder Wissenschaftstheorie. Keinerlei Rolle. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf besinnen, zu zeigen der Welt, vornehmlich uns selbst als Repräsentanten dieser zukünftigen Welt, was es dann heißt, ein Europäer zu sein. Und genau das lernt man hier. Die vollkommene Umkehr von der Fixierung auf das Gewesene zur Begründung des Gewesenen als Wurzelgeflecht, aus dem heraus alles neu erwachsen kann. Und neu nicht nur im blinden Sinne der euphorischen Entwicklung von etwas nie da gewesen, sondern etwas zielausgerichtet und angestrebt. Und das ist wirklich grandios in dieser Ausstellung gelungen. Es zeigt uns den komplett neuen Weg für das, was Europa eigentlich sein kann. Wir wussten immer schon, und das war mir dann klar geworden durch Kreiskys Belehrungen oder Hinweise, dass es nur wenige Modelle für ein Europa gab, unter anderem das Österreich bis 1918, mit all den Katastrophen, die sich da schon 60 Jahre lang angedeutet hatten, aber das war der Wurzelgrund. Und das jetzt gegenwärtig vielleicht das alte Österreich die prominenteste Rolle spielt. Jedenfalls, wenn man in die ehemaligen gemeinschaftsbildenden Staaten zurückkehrt, auf dem Balkan, aber sogar bis in das Baltikum, dann hört man ununterbrochen eine Huldigung auf diese Periode, in
in der die Hoffnung auf das begründet wurde, was Einheit durch Verschiedenheit heißt. Also nicht amerikanisches Prinzip der Einschmelzung aller Differenzen, nicht nur ein großes Sammelsurium, was man hier dachte, Österreich diktiert eine große allgemeine Soße, die alle schlucken müssen, sondern ganz im Gegenteil. Einheit dadurch, dass man jedem Einzelnen die Verpflichtung auf kulturelle Identität nahelegt. Und wenn ich mich auf meine kulturelle Identität verpflichte, kann es nur einen Weg geben, die auszudrücken, nämlich in der Würdigung dessen, wovon ich mich unterscheiden will. Denn ich wäre ja ein Nichts, wenn ich mich von nichts unterschiede. Ich muss mich von denen unterscheiden, die möglichst bedeutsam ihrerseits eine Identität einklagen und deswegen mich herausfordern, sie durch Würdigung ihrer in der Unterschiedenheit erst herauskommenden Differenz auch entsprechend zu ermutigen, wechselseitig sich anzuerkennen in der Verschiedenheit. Die Einheit entsteht ausschließlich, und das ist Europa, die Einheit entsteht ausschließlich aus der Anerkennung, aus der Würdigung, und Würde hat nur, wer zu würdigen weiß, aus der Würdigung der Unterschiedlichkeit des Anderen, die meine eigene Position erst begründen. Das gilt hier für alle Künstler, die sonst ein großes Gemisch von, sagen wir mal, zeitgeistlicher Normalität darstellten und eigentlich gar nicht bedeutend werden. Es wäre nur so Zeitgeister auch, Jauche, die da ausgeschüttet wurde. Nein, sie entstehen in ihrer Besonderheit gerade dadurch, dass sie wechselseitig wissen, wie sie anderen schuldig sind, was sie selbst für sich reklamieren. Und genau das ist Europa. Es ist natürlich schwer für einen Zentralstaat, für Deutschland, so etwas hinzukriegen. Wir müssen 28 umliegende kulturelle Identitäten würdigen können. Das übersteigt die intellektuelle Fassungskraft aller. Österreich hat es ähnlich schwierig gehabt. 16 verschiedene kulturelle Identitäten. Aber was herauskommt, ist eben tatsächlich, dass dieses Grundmodell, das in Österreich zum ersten Mal politisch real wurde, tatsächlich jetzt tauglich ist für die Zukunft. Dieser Umkehrschub, das ist leider ein falsches Bild, weil Sie in der Luftfahrt ja wissen, der Umkehrschub ist ein Bremsvorgang. Aber so ist es mit Bildern. Dieser Umkehr des bisherigen, der bisherigen Tendenzen, statt zurück und bremsen nach vorne zu öffnen, das ist das große Lob der Ausstellung. Und man sollte wirklich die Europäer, die am 26. Mai zu wählen haben, hierher schicken, um zu wissen, was sie überhaupt wählen. Das war die Absicht und meine leidenschaftliche, als Urpreuße könnte ich vorstellen, was das bedeutet. Das zuzugeben und anzuerkennen, es ist nicht wie Berlin gewesen, es ist auch nicht Paris gewesen, nicht London gewesen, das galt für andere Zeiten. Das hat Benjamin und anderen Leuten sehr groß zu ihrer Position verholfen. Aber jetzt zuzugeben, das einzige Bild Europas, das es wirklich lebendigerweise in der heutigen Präsentation der Zeugnisse gibt, ist Wien. Da verneige ich mich. Sie sind eigentlich auch ursprünglich Deutscher, oder nicht? Nein. Na, auf Gott sei Dank. Das ist schon wieder übel angerichtet. Das wollte ich nur mitteilen. Es ist von außen viel bedeutender, als Sie es glauben, hier von innen sehen zu werden. Das ist nicht nur eine Umorganisation. Das ist nicht nur einfach, wir hängen neu, damit es irgendwie anders aussieht. Und der Moderne, und zwar der, die nicht um 1800, um 1910 beginnt und dann endet im 20. sondern das, was jetzt der Fall ist. 26. Mai müsste über der Ausstellung stehen. Vielen Dank.